Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live. Bei mir zu Gast ist jetzt die Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Schönen guten Abend, Frau Ministerin. Guten Abend. Frau Ministerin, Sie haben jetzt 2 Tage lang Regierungsklausur gehabt. Da wurde der Comeback-Plan für die Wirtschaft besprochen. Da gibt es einige Themen, die direkt in Ihr Ressort hineinspielen. Was passiert denn da jetzt konkret? Auf was hat man sich da jetzt geeinigt? Ja, ganz konkret haben wir uns zum Beispiel geeinigt, die Investitionsprämie in Summe auf 5 Milliarden Euro zu erhöhen. Was bedeutet das? Das ist ein sperriges Wort, Investitionsprämie, für die Zuseherinnen und Zuseher. Das bedeutet, dass die Unternehmen sich Geld abholen können, wenn sie investieren. 14% für digitale und ökologische Investitionen, 7% für die klassischen normalen Investitionen, ein Rohbau oder so etwas, eine Maschine, die man sich anschafft. Und warum ist das so wichtig? Weil aus diesen 5 Milliarden entstehen in Summe 55 Milliarden Euro Investitionen in Österreich. Da sind wir das einzige europäische Land, die das machen. Wir sind absolut Vorreiter und es ist wirklich ein Erfolg, dass so viele Unternehmen, es sind ca. 260.000, sich gemeldet haben. Das zeigt, dass wir es gerade schaffen, uns aus der Krise heraus zu investieren. Wie ist das denn eigentlich? Weil die Frist für diese Investitionsprämie ist ja eigentlich schon ausgelaufen. Jetzt haben Sie die finanziellen Mittel dafür erhöht. Kann man jetzt auch noch einmal einreichen? Nein, das, was man kann, ist die ersten Schritte einreichen. Also alle, die bis Ende Februar eingereicht haben, können sicher gehen, dass sie ihr Geld bekommen können. Und da haben wir eben gesehen, dass bis Ende Mai die ersten Maßnahmen und dann haben die Unternehmen Zeit, 2 Jahre beziehungsweise 4 Jahre für ganz, ganz große Investitionen, ein Kraftwerk zum Beispiel. Und das war so wichtig, das anzuheben, weil da hängen ja ganz viele Arbeitsplätze dran. Bis zu 800.000 über 5 Jahre werden da abgesichert und zusätzlich geschaffen. Und für mich auch ganz wichtig, es geht dadurch auch Geld zurück in den Staatshaushalt. Das heißt, durch diese Investitionen, die getätigt werden, fließen ja 13 Milliarden an Steuer- und Sozialversicherungen zurück in das Budget. Und das ist gut, denn es sichert den Standort und hilft für die Zukunft. Jetzt wirft Ihnen die SPÖ allerdings vor, heute Jörg Leichtfried, stellvertretender Clubobmann, das ist gar kein Comeback, das ist ein Abgesang und die Investitionsprämie sei alter Wein in alten Schläuchen. Das wäre ohnehin alles schon bekannt und Sie verkaufen das jetzt nur neu. Ja, wer den Herrn Leichtfried kennt, weiß, dass er sich immer aufregen muss über jedes Thema und dann nichts ein gutes Haar lassen kann. Ich habe Feedback von allen Unternehmen oder vielen Unternehmen in Österreich. Das geht vom Bäcker, der investiert, der kleine Bäcker, der sagt, zum Ausliefern meiner Ware kaufe ich mir 2 E-Bikes. Das geht über digitale Unternehmen bis hin zu den Leitbetrieben in Österreich, die alle sehr froh sind, dass wir in Summe 5 Milliarden zur Verfügung stellen. Das gibt es nicht in Deutschland, das gibt es nicht in der Schweiz und auch in sonst keinem anderen EU-Land. Aber wie viel von diesen 5 Milliarden ist jetzt tatsächlich neues Geld, das bisher sozusagen noch nicht budgetiert war? Wir haben 3 Milliarden bisher bereits im Parlament genehmigt. Zusätzlich sind es 2 Milliarden, die noch zusätzlich on top dazukommen. Und wie gesagt, das ist, wenn man zurückschaut, seit dem Zweiten Weltkrieg die größte wirtschaftliche Maßnahme, die je gesetzt worden ist. Also schwarz-rote Regierungen davor haben immer das große Konjunkturpakete verkauft. Ich sage, es ist die Investitionsprämie. Das Geld ist da und es ist mehr als je zuvor. Jetzt ist auch heute präsentiert worden, dass das Budgetdefizit höher wird, als ursprünglich veranschlagt war, mehr als 30 Milliarden Euro. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie soll denn das alles gegenfinanziert werden? Irgendwann müssen wir das Geld ja auch wieder einnehmen, das wir jetzt ausgeben. Wie stellen Sie sich das vor? Ja, und das Einzige, was hilft, ist Wachstum. Die Märkte der Welt wachsen wieder. China zum Beispiel im ersten Quartal mit 18%. Die USA wächst auch. Und Österreich muss auch wieder wachsen. Und das geht genau mit Investitionen. Denn die schaffen Arbeitsplätze. Wenn wir uns anschauen, diese Investitionsprämie, die triggert ja Umsätze bei den Unternehmen. Und das ist klar eine sehr hohe Zahl, die 83 Milliarden Euro Umsätze generiert. Dadurch gibt es wieder Steuereinnahmen. Und das waren diese 13 Milliarden, die ich gesagt habe. Investitionsprämie, wenn die Firmen investieren können, wir ihnen dabei helfen, dann fließen Steuern und Sozialversicherung von 13 Milliarden zurück.
Wachstum ist die Devise und Beschäftigung natürlich. Menschen, die arbeiten, können Geld ausgeben und da fließt auch wieder Geld zurück. Das ist das Allerwichtigste. Frau Ministerin, Sie haben schon angesprochen, diesen EU-Recovery-Fonds, wo ja Österreich doch einen ordentlichen Brocken kriegt, mehr als 3 Milliarden Euro. Und ein Teil oder ein Großteil davon soll ja für Ökologisierung sein und der andere für Digitalisierung, was bei Ihnen im Ressort angesiedelt ist. Sie haben eh schon angesprochen, Investitionsprämie ist ja auch ein Teil für Digitalisierungsprojekte, aber was soll sonst kommen? Ja, ich bin auch froh, da ist der Digitalisierungsfonds drinnen, 160 Millionen für digitale Verwaltung. Das klingt jetzt wieder so allgemein, aber in Wirklichkeit heißt es, dass man es den Bürgern leichter machen soll und auch den Firmen, dass sie digital ihre Amtsgeschäfte machen können und nicht immer aufs Amt gehen müssen. Das haben wir ja begonnen. Da machen wir ressortübergreifende Projekte vom der digitalen Mutter-Kind-Pass bis hin zu den Bereichen Once-Only für die Unternehmen. Also das ist ein wichtiger 160 Millionen Euro. Auch das wurde nochmal in der Klausur bestätigt. Ein zweites großes Thema ist natürlich im Bildungssystem. Die Schule, 170 Millionen Euro für das digitale Schulwesen. Gerade die Covid-Krise hat uns das gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Kinder ausgestattet sind, dass man sie mitnimmt. Sind diese berühmten Tablets? Oder? Ja, das sind die Tablets, aber es geht auch um WLAN in den Schulen und letztendlich geht es auch um Breitbandausbau. Auch die Infrastruktur wird einen Schub bekommen. All das ist Digitalisierung und wir haben doppelt so viel für Digitalisierung vorgesehen, wie die EU uns eigentlich vorgeschrieben hätte. 20% Anteil hätte die EU vorgeschrieben. Wir sind bei knappen oder etwas mehr als 40%. Jetzt ist ja, glaube ich, auch eine der Kernaussagen dieser Klausur gewesen, dass Sie 500.000 Menschen wieder in Beschäftigung bringen wollen. Das ist irrsinnig viel, 500.000 Menschen, mehr oder weniger alle, die derzeit arbeitslos sind. Wie soll denn das passieren? Ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass unser Arbeitsminister hier viele Programme auflegen wird. Ganz konkret, was wir tun können, ist durch Investitionen Arbeitsplätze absichern. Die Investitionsprämie sichert bis zu 800.000 Arbeitsplätze und schafft natürlich auch neue. Ich war gestern gerade beim Unternehmen, das im 3D-Druck international führend ist. Interessant, Österreich ist auf Platz 3, was 3D-Druck betrifft, weltweit. Die stellen jedes Monat 4 bis 5 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Das heißt, wir müssen ganz klar in die Zukunftstechnologien investieren und in die Ausbildung dort. Und auf der anderen Seite braucht es Umschulungen in richtigen Bereichen. Wir haben einen hohen Bedarf in der Pflege, auch hohen Bedarf in Technologie. Und da geht es darum, dass wir die Menschen die richtigen Ausbildungen zukommen lassen können, damit sie auch sich weiterentwickeln können und einen Job finden. Ich würde gerne noch zu einem zweiten Thema kommen. Wir befinden uns ja nach wie vor im Lockdown. In Ostösterreich ist es sogar ein harter Lockdown. Wie hart trifft denn diese Verlängerung des Lockdowns, insbesondere eben in Wien und Niederösterreich, wo der Handel ja bis inklusive 2. Mai geschlossen bleibt, die Wirtschaft? Haben Sie da Berechnungen? Ja, wir sehen eindeutig Unterschiede zwischen jenen Regionen, die schon aufsperren können und jenen, die noch zumachen müssen. Darum bin ich auch sehr stark für regionale Ansätze und zu schauen, nicht jede Region gleich zu behandeln. Denn dann haben wir eine Chance, den in Gesamtösterreich doch offen zu haben, auch wenn in Wien so eine schwierige Situation ist. Ich bin sicher, die Wiener kommen auch bald aus dieser Situation raus. Für den nächsten Schritt würde ich mir sehr klar Regeln wünschen, also fürs Öffnen einfache, klare Regeln. Da ist, muss ich sagen, weniger durchaus mehr. Und die Impfung hilft, die Impfung greift und gleichzeitig das Testen, da sind wir ja Weltmeister. Wir brauchen nur nach Deutschland schauen, die machen nicht mal 10% des Testaufkommens von Österreich und wundern sich, warum es bei uns besser funktioniert. Ich sage, weil wir testen und was ich tun kann als Wirtschaftsministerin, wir unterstützen die Betriebe mit 10 Euro pro Test und das kann man sich dann bei der AWS abholen im Nachhinein. Da sind wir gerade in Vorbereitung, diese Abwicklung auch gut vorzubereiten. Das heißt, ein Unternehmen, das seine Mitarbeiter testet, bekommt pro Test 10 Euro zurück, pro Antigentest oder pro PCR-Test? Oder es gilt für Antigen- und PCR-Tests, nicht für die sogenannten Nasenbohrer-Tests, für die nicht. Aber für diese zwei Formen der Tests gilt es. Also wenn Sie eine Teststraße aufbauen. Professionellen aber eine richtige Teststraße macht im
genau. Unternehmen, dann bekommt man das. Korrekt, Sie brauchen die Unterstützung einer Blaulichtorganisation, Sanitäter zum Beispiel, oder eines Arztes oder Apotheke. Viele kleinere arbeiten auch mit Apotheken zusammen. Und dann kann der Betrieb pro Test 10 Euro bekommen. Das ist wirklich wichtig, dass diese Tests lückenlos gemacht werden. Jetzt warten natürlich alle sehnlichst auf die Öffnungsschritte. Bundeskanzler sagt, Mitte Mai soll es soweit sein. Das hat er gerade gestern im Interview auch hier bei uns auf OE24TV gesagt. Was soll denn Ihrer Meinung nach oder was kann denn Ihrer Meinung nach geöffnet werden bei diesen Öffnungsschritten? Ja, wir müssen hier, da werden wir auch gemeinsam zusammensitzen, um zu schauen, wie wir das tun. Das wird im Laufe der Woche passieren. Da werden sich die zuständigen Ministerinnen und Minister einbringen. Aus meiner Sicht soll es so einfach wie möglich sein. Einheitliche Regelung in der Form, dass man es einfach verstehen kann, damit die Menschen auch mitmachen können. Alles, was kompliziert ist, das hilft uns in dieser Phase nicht. Das wäre so eine Voraussetzung für mich. Und die zweite ist, dass man schon auch auf Regionalität achtet. Wir sehen in Vorarlberg, das funktioniert sehr, sehr gut. Und das ist natürlich dann auch ein Anreiz für die Menschen in einer Region zu sehen, ich habe eine Perspektive, wenn ich ein bestimmtes Ziel erreiche, dann kann aufgesperrt werden. Und ich hoffe, dass wir das natürlich im Mitte Mai einheitlich für alle machen können. Mhm. Mitte Mai ist natürlich ein bisschen ein breiter Begriff. Gibt es da schon ein Datum, das man nennen kann? Nein, so weit würde ich nicht gehen. Da brauchen wir jetzt natürlich Gesundheitsexperten, den neuen Gesundheitsminister, mit dem wir uns beraten müssen. Ich würde sagen, wenn wir von Mitte Mai sprechen, dann sind wir schon viel weiter als Deutschland ist. Wenn ich darüber schaue, komme ich aus einer Grenzregion. Da sieht man, dass die Krankenhäuser voll sind, die Intensivstationen und gleichzeitig ein großer Lockdown. Das scheint also nicht mehr das Mittel zu sein nach einem Jahr Pandemie. Und darum Impfen, aber auch dieses Testen, das wir aufgesetzt haben, ich glaube, das ist sicher ein Erfolgsfaktor. Und je mehr mitmachen, umso besser. Vielleicht können sich noch ein paar durchringen, die bisher nicht mitgemacht haben, die einfach sagen, ja, bevor ich dort wohin gehe, mache ich schnell einen Selbsttest. Das ist so einfach und schützt so viele Menschen. Aber wenn geöffnet wird, dann wird es definitiv diese Reintestpflicht geben für Gastronomie, Tourismus etc.? Ja, sehr wahrscheinlich für Gastro und Tourismus. Für den Handel aus meiner Sicht braucht es das nicht, denn dort reicht der Schutz durch die FFP2-Maske, die hat sich ja auch stark bewährt. Und die Entscheidung wird wann verkündet im Laufe dieser Woche? Wir werden zusammensitzen, ich möchte es nicht vorwegnehmen. Unser Ziel ist natürlich, rasch Klarheit zu schaffen für alle, weil jetzt brauchen alle Sicherheit. Gerade die Wirtschaft braucht das. Wir können mit Geld unterstützen und auf der anderen Seite mit Planungssicherheit. Aber keine Reintestpflicht im Handel? Das wäre mein Wunsch, ganz klar, dass wir nicht im Handel hineintesten, weil der Handel einfach auch ganz anders strukturiert ist. Da bleibe ich nicht 2 Stunden mit Ihnen sitzen und plaudere und esse, sondern ich gehe da rein, ich kaufe etwas und bin meistens entweder nur mit dem Partner, mit dem ich dort bin. Das wäre mir wichtig, dass das nicht kommt. Dann ist ja immer auch die Sprache von einem zweiten Öffnungsschritt, der dann im Laufe des Junis kommen soll, der dann mehr oder weniger alles beinhalten soll. Den wird es dann wann geben? Ja, auch das ist etwas, was ganz klar von den Infektionszahlen abhängt. Aber wenn der Trend in die Richtung geht, dann soll das so sein. Es kommt auch der Sommer, es wird wärmer. Wir haben im letzten Sommer auch gesehen, dass das Virus gewissermaßen austrocknet, dass es nicht mehr so aktiv sein kann. Das ist gut. Da hoffe ich doch, dass wir einen sehr normalen Sommer haben können und dass wir auch wieder größere Veranstaltungen, aber die brauchen, wir haben es in Israel gesehen, da gehen die Leute wieder ins Kino. Sie sind sehr viele Geimpfte dort, aber trotzdem tragen sie die Schutzmaske, zumindest für eine bestimmte Zeit, werden wir das noch brauchen. Das ist ein gutes Stichwort. Wie sieht es denn eigentlich aus? Müssen Geimpfte sich dann auch noch reintesten? Ja, das müssen wir eben, das gilt es alles zu klären. Eigentlich sind Geimpfte, die auf der einen Seite das eigentlich nicht so betroffen sind, Geimpften, dann die Corona schon hatten, das sind 2 spezielle Gruppen und dann die 3. Gruppe sind die sich testen haben lassen und ich glaube, da müssen wir schauen, dass wir diesen grünen Pass auf das ausrichten, der wird ja die Grundlage dafür sein und da ist das Thema, entweder habe ich schon gehabt, ich bin geimpft oder ich bin eben ganz neu getestet. Wann wird dieser grüne Pass jetzt kommen?
Ja, zuerst muss die Grundlage in der Europäischen Union geschaffen werden. Und ich bin überzeugt, viele Teams arbeiten schon daran, Gesundheitsministerium vor allem auch, die das umsetzen müssen, dass wir unter den ersten Ländern sind, die dann im Rollout mit dabei sind. Aber im Laufe des Junis, dabei bleibt's? Ja, es bleibt dabei, jetzt vor dem Sommer das zustande zu bringen. Und abschließend noch ein bisschen ein Ausblick. Wann erwarten Sie sich denn, dass unsere Wirtschaft wieder diesen Aufschwung, auf den alle warten, wirklich auch erleben wird? Wird das im zweiten Halbjahr schon der Fall sein? Ja, man muss das unterschiedlich betrachten. Es gibt Branchen, die schon extrem boomen. Gott sei Dank, die Baubranche boomt. Die wachsen schon sehr, auch die Industrie. Die Aufträge purzeln nur so herein bei den Industriebetrieben. Die haben eher das Problem der Lieferketten und der Rohstoffe jetzt im Moment, weil natürlich die Weltmarktpreise steigen, weil überall gebaut wird. Also wir haben dort durchaus ganz große Unterschiede bis hin zum Gasthaus, das zu hat, oder der Friseur, der nicht aufmachen darf in der Region Ost. Da müssen wir genau betrachten, wie sich die Branchen unterschiedlich entwickeln. Auch das Handwerk ist gut unterwegs, immer davon abhängig, ob es jetzt stark mit dem Tourismus verbunden ist oder nicht. Aber die Industrie als Säule, auch eine Säule der österreichischen Wirtschaft, ist stark wieder am Wachsen. Mit welchem Wachstum rechnen Sie eigentlich über das Gesamtjahr 2021? Naja, wir hoffen, dass wir in die Richtung 3-4% Wachstum schon erreichen werden wieder können. Also 3% Wachstum oder vielleicht sogar ein bisschen mehr sind Ihrer Meinung nach drinnen, obwohl ja das erste Quartal noch sehr schlecht ausgeschaut hat, muss man sagen. Ja, weil bestimmte Branchen natürlich auch im ersten Quartal schon wachsen. Und wie gesagt, diese anderen Teile sind der Tourismus. Ich bin überzeugt, die Menschen wollen wieder raus. Sie wollen wieder zusammen irgendwas essen oder sie wollen sich treffen. Und auch im Tourismus bin ich überzeugt, dass viele Österreicherinnen und Österreicher auch hier bleiben und in Österreich Urlaub machen. Das hat auch im vergangenen Jahr in der Krise auch gut funktioniert. Und abschließende Frage noch, Frau Ministerin. Es kommt ja eine Steuerreform, beziehungsweise wir haben eine Steuerreform, aber da wird in diesem Jahr auch der nächste Schritt kommen. Und da hört man jetzt immer mehr Experten, die sagen, im Rahmen dieses Schritts sollte man die Lohnnebenkosten vielleicht sogar auf Null setzen, damit die Betriebe wieder Menschen einstellen. Was halten Sie von dieser Idee? Ja, es ist eine mögliche Idee und ich kann dem schon etwas abgewinnen, habe mit dem Arbeitsminister auch schon darüber gesprochen, welche unterschiedliche Maßnahme. Es ist eine von vielen. Wir müssen jetzt beurteilen, wie schaffen wir es, dass wir viele Menschen wieder in Beschäftigung bringen. Das geht durch Aufsperren, das geht durch eben einen normalen wirtschaftlichen Betrieb, das geht durch Investieren. Die Investitionsprämie sichert bis zu 800.000 Arbeitsplätze und es geht durch zusätzliche Maßnahmen, da kann das eine mögliche sein. Aber Sie fänden das aus, sage ich mal, Ihrer Sicht als Wirtschaftsministerin durchaus spannend. Es ist ein Thema, das schon viele Jahre in Österreich diskutiert wird, weil die Arbeitskraft ja natürlich mit den Lohnnebenkosten sehr, sehr auch ausgestattet ist. Also da gibt es hohe Lohnnebenkosten bei uns, höher als in anderen Ländern. Gleichzeitig haben wir aber auch hohe Fachkräfte, hohes Wissen in der Richtung. Wir werden sehen, ob diese Maßnahme dabei ist oder nicht. Ich glaube, wir müssen alle durchdiskutieren und da kann das eine sein. Frau Ministerin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Herzlichen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, bleiben aber beim Thema Corona. Der Rotkreuz-Chef Gary Feutig ist gleich bei mir zu Gast und mit dem spreche ich natürlich über die aktuelle Corona-Situation. Wie schätzt er denn die Corona-Zahlen ein? Wir haben auf der einen Seite, muss man sagen, seit Tagen stabile Corona-Neuinfektionen, heute wieder nur über knapp 2000 Neuinfektionen, aber vor allem in den östlichen Bundesländern noch immer eine sehr angespannte Situation auf den Intensivstationen. Wie beurteilt er das? Was heißt das seiner Meinung nach auch im Hinblick auf mögliche Öffnungsschritte? All das bespreche ich gleich mit Gary Feutig nach einer ganz kurzen Werbepause.